Hey, ho, willkommen zurück zu The Legend of Zelda: A Link to the Past. So, wir haben Prinzessin Zelda aus der Gefangenschaft befreit, holen uns hier noch ein Herz, damit wir wieder voll Energie haben. Und ich soll mit ihr in den ersten Stock gehen. Also machen wir das doch mal. Wenn ich den ersten Stock überhaupt finde. Im Moment bin ich ja in Kellergeschoss Nummer 2. Ich kann ja auf die Karte gucken. Ja, der erste Stock ist noch ein Weilchen hin. Ich habe sowieso das Gefühl, dass ich hier schon tausend Sachen vergessen habe in diesem Schloss. Nun gut, wie gesagt, es wird auch wahrscheinlich kein 100% One. Das weiß ich nicht, weil ich halt das Spiel überhaupt nicht kenne. Versuchen kann ich's. Versprechen tue ich's nicht. So. Der erste Stock. Wo muss ich denn da überhaupt hin? Was heißt eigentlich, wenn ich hier lang klatsche? Mal gucken, wo ich denn lande. Vielleicht ist es eine Abkürzung, ich weiß es ja nicht. Ja, sieht so aus. Gut. Bin ich hier. Ja, es sieht wirklich nach einer Abkürzung aus. Es sei denn, da oben geht's nicht weiter. Aber es geht hier weiter. Hurra. So, Zelda hüpft sogar mit. Bin ich glücklich. Gut, raus aus dem Schloss oder. Ach nee, gar nicht wahr. Ich soll ja nur in den ersten Stock. War der nicht hier schon oben denn? Und wir sind erster Stock. Gut, Zelda, wir sind im ersten Stock und nun? Wo soll ich denn jetzt mit dir hin? Sagst du es mir? Vermutlich ja nicht, ne? Ah! So, ich habe keine Lust zu kämpfen. Ja, hüpft ihr da an der Wand herum, ist mir wurscht. Ich kann auch hier runtergehen, ne? Ja. Geht doch alles wunderbar hier. So. Einfach umgucken hier. So. Achso, vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen, nur Mut. Okay, jetzt also ab in den Thronsaal. Ich glaube, da war ich ja schon einmal. Gut, der Thronsaal. So, ihr seid alle völlig egal. Könnt ihr ruhig aus dumm aus der Wäsche gucken. So, jetzt bin ich am Thron. Und jetzt? Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster dort drinnen und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her. Hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Nun mach schon. Okay. Okay, funktioniert. Ah, da ist eine Tür hinter. Gut. Achso, ich dachte, ich hätte da schon reingehen können. Jetzt. Okay, und ja, es ist tatsächlich stockfinster. Wow. Was? Ich habe irgendwas gehört. Irgendein Geräusch. Da ist was. Keine Ahnung, was es war. So, machen wir mal ein bisschen Licht hier. Ach ja, muss ja. Die Lampe auswählen. So. Aha. Gekonnt, gekonnt. Das sind Mäuse. I. So. Igitt, Mäuse. So, Ruck. Ruck. So, ein Herz. Oh, das Licht ist weg, ist egal. Wir gehen ja eh jetzt hier runter. Und vermutlich muss ich dann eh wieder irgendwo was anmachen. Ja, da. So, schwupp. Schlangen! Ich habe voll geschlagen, das weiß ich. Link dreht sich auch nicht um. Komm, lauf. Lauf, 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 lauf. Hoffentlich wird mir das nicht irgendwann zum Verhängnis, dass Link manchmal so eine Macken hat. Ah, keine Ahnung. Er ist jetzt einfach vorbeigelaufen, die Schlange. Gut, gut. Ich brauche einen Schlüssel. So, du bist auch tot. Das ist schön, wenn man die Gegner mal so gar nicht sehen kann. So, schwupp. Was war das? Ich habe dich nicht gesehen. Es gab keinen Grund für dich da zu sein. So, ekelhafte Fledermaus. So. Und machen wir mal auf und wir finden einen Schlüssel, den wir hier oben denn brauchen. Gut. Also gut bin ich in diesem Spiel bisher nicht wirklich. Grab vorwärts, ist es ja nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Wieso? Ist hier noch irgendwas? Ja. Mäuse. Hier ist ein Ausgang schon. Gut, das ging fix. Einfach laufen, 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 laufen. Ich habe nicht mehr viel Energie. So, die Maus ist tot. Einfach hier durch. Gut, ganz Mäuse. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Das ist gut. Würde ich vermutlich auch hier irgendwo dann brauchen. Ja, da oben. Ich bin zu doof. So, weg hier. Haben wir denn bald mal die Kathedrale erreicht? Okay, da ist irgendwas zum Aufbomben. Interessant. Muss ich wahrscheinlich irgendwann mal hier hin, wenn ich nicht vorher sterbe. Okay, ein einfaches Schieberätsel, gut.
schnell hier hoch. Ich habe wirklich nicht mehr viel Energie. Ah, oh, verdammt. Nein, 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 nein. Gut. Krieg ich mal irgendwie ein Herz aufgesammelt? Natürlich nicht. So, stirb, stirb, stirb. Auf jeden Fall eine ganze Menge Rubine. Aber nicht ein einziges Herz, ey. Ich krieg doch die Macke hier. Oh Gott, ich werde sterben. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du nur an einem der Hebel ziehen. Ja, ist schon klar, aber... Ich werde auch nicht irgendwie vorher sterben, ne? So, an einem der Hebel. So, dann zieh ich den Hebel mal. Ja, lustig. Also, der war schon mal nüchtern. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass ich das hier irgendwie überlebe. So, einsammeln, einsammeln. Gut. Ich habe wieder voll Energie. Autsch. Autsch. Mann, ich bin zu blöd. Och. Nee, du. Gut. Meine Güte. Energie. Wenn ich jetzt hier dran ziehe. Gut. Och, nee, da. Zwei Hebel und ich muss ausgerechnet den falschen nehmen. Am Anfang. Scheinbar bin ich in der Kathedrale. Ein Wunder, Prinzessin Zelda. Ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Graf? Ja, kriege ich jetzt die Belohnung dafür? Ja, richtig. Graf half mir, aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Aghanim plant. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten: Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte, Graf, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an, vernichte Aghanim. Denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte. Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Aghanims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall, Prinzessin Zelda. Prinzessin Zelda verstecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus Sahasralas auf deiner Karte. Aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Ja. Okay. Ich suche den Dorfältesten, ja. Graf, pass auf dich auf. Aber was ist hier drinne? Wow, ein Herz. Ein Herzcontainer! Yay, jetzt habe ich vier Herzteile. Gut, das heißt, ich muss diesen Sahara da Hatada da finden. Keine Ahnung, wo der ist. Schön. Jetzt sind wir in der Oberwelt von Hyrule. Mit ein paar Wachen. Wieso habe ich hier keine Musik? Ist auch eigentlich Musik haben, oder nicht? Ja, die Musik fängt an und dann ist sie wieder weg. Muss ich gucken dann, wenn ich den Part beende, woran das liegt. Das tut mir jetzt irgendwie ein bisschen leid. Dass ich die Musik kaum höre. Das darf ja eigentlich nicht sein. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Und ärgert mich auch ein bisschen. Wahrscheinlich hätte man jetzt eine richtig schöne Musik hier gehabt. Komisch, komisch. Okay, hier habe ich auf jeden Fall Musik. Was bist du für einer? Ich sehe, du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in die Zukunft sehen. Es wird auch nicht teuer. Na gut. Keine Ahnung, wie viel er mir jetzt abzwackt dafür. Ich sehe, du wirst Sahrasla, den Dorfältesten finden. 20 Rubine. Also reiner Abzocker. Na gut, ich würde sagen, ich beende hier den Part, um zu gucken, was es da mit der Musik jetzt auf sich gehabt hat. Und dann sehen wir uns hier bei diesem Schwindler das nächste Mal wieder. Also bis dann. Tschüss.